So, weiter geht's bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch in den Tiefen des Allerheiligstes, des Ödsturz-Hügelgrabs. Und werden mal weitergehen und gucken, was uns hier noch so erwartet. Ich hab den jetzt versteckt. Nö. Nein, nein. Hier vielleicht? Eisentür. Ach, ja. So, das werden wir gleich haben. Sonstiges. Drachenklaue. Was steht denn da drauf? Bär, Schmetterling, Eule. Also, geben wir das hier ein. Eule. Bär, Schmetterling und... Oh, Entschuldigung. Eule. Aktivieren. Und ganz viele Eulen und die Tür geht auf. Ah! Fledermäuse. Na, was haben wir denn hier? Oh, da hinten sieht's interessant aus. Was ist hier drin? Nix. Oh, hier kommt doch noch was. Ja, außer noch mehr Fledermäuse natürlich. Da haben wir eine Wortwand. Und doch nichts mehr? Hm. Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbittliche Macht. Unser erster Schrei. Fuß. Nichts mit Fußball zu tun. Hahaha. Mal wieder einen Witz gerissen. Nicht Kräfte, Schreie. So. Unerbittliche Macht. Ach, stimmt, wir brauchen ja Drachenseelen. Auch dafür. Oh. Ah. Was ist das denn über natürlicher... Ein höher... Oh Gott, ein höherer Draugerfürst. Der kann schon nur da... Auf die Fresse. Ach, der hat nichts drauf, der höhere Fürst. Hier, steck dich ab. Zack. Oh, der hat den Drachenstein dabei. Stimmt, den brauchen wir auch später noch. Ach, und den alten Nord-Zweihänder der Kälte. Gift, Seelenstein und die Truhe. Gold, Amethystring, Eisenstiefel der großen Ausdauer. Steigert die Ausdauer um 40 Punkte. Und ein Stahlschwert. Ist hier hinten noch was? Ich meine, hier war noch irgendwas. Ja, da ist noch eine Truhe. Und ja. Aufschließen. Huch. Und auf. Schlossknacken verbessert auf 18. Granat, Gold, Goldbarren, winziger Seelenstein und eine Saphir-Halskette. Und hier geht's nicht durch. Mist. Und raus geht's jetzt da oben. Ja. Ich finde die Höhlen immer cool, besonders die Endräume, wo die
Wortwände drin sind, weil die immer so riesig sind. Richtig cool. Und hier aktivieren wir diesen Griff und schon öffnet sich die Wand. Ein Glück sind hier überall so Hinterausgänge, sonst müssen wir ja alles hier zurücklaufen. Wer die wohl gebaut hat. Naja, vielleicht waren es ja die Leute, die hier die Toten zur Ruhe gebettet haben, damit sie auch rauskommen. Irgendwelche Priester, die Einbalsamierungswerkzeuge hinterlassen haben. Das könnte durchaus möglich sein. Ach stimmt, jetzt kommen wir am Arsch der Welt raus, irgendwo. Ja, genau. Und was liegt denn da? Wiederherstellung. Hab ich noch nie gesehen. Huch, leer. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Steg? Oh, ein Fuchs. Ach, da kommt er doch wieder. Stirb! Zack. So. Kriegen wir schönes Fuchsfell. Und ich glaube, hier hinten haben wir noch eine Goldader, oder? Ja. Oder ist es Korundum? Ja, Korundum. Schade. Gold wäre cooler gewesen. Ich glaube, die Eisenpfeile sind auch schwächer als die alten Nordpfeile. Die müssten so stark sein wie Stahlpfeile. Eisenpfeile 8, alte Nordpfeile 34. Ja. Also nicht Schaden, sondern 34 Stück und 10 Schaden. Ist das ein Steg oder eine Landzunge oder was ist das? Oder nur ein Grafikfehler? Das sieht so komisch aus da hinten. Kommt man überhaupt hin? Mal doch mal ein bisschen. Jo, sehr interessant. Was ist das? Nix. Okay, hier ist tatsächlich eine Landzunge. Ne, keine Landzunge. Nur irgendwelche Brocken. Oh cool, da ist gerade ein Wolf, der einen Hirsch anfällt. Ich mag diese nachgestellte Realität, wo die Tiere sich gegenseitig jagen. Oh, es greifen die Wölfe uns an. Uah. Wo ist er denn? Komm her. Oh. Und wie man sieht, sind Wölfe auch schon auf diesem Level überhaupt kein Problem mehr. Im Gegensatz zu Gothic oder Risen oder so, wo Wölfe noch bis nach einer sehr langen Zeit eine große Bedrohung darstellen. Oh, eine Biene. Und ganz viele Bienen. Ist das hier die Bieneninsel? Hab ich ja noch nie gesehen. Cool. Ich meine, Bienen sind eine gute Zutat, die geben Ausdauer wieder. Genau. Also, liebe Kinder, falls ihr euch mal nach Sport, nach dem Fußball ein bisschen angeschlagen fühlt, einfach mal auf einer Biene rumkauen, das gibt euch eure Ausdauer wieder zurück. Und wer bist du? Ich glaube, die Jägerei tut doch niemandem weh. Der Jahr kann wohl kaum jeden Fisch. Das stimmt. Und du bist eine Fischerin und Wildererin und Jägerin. Okay. Stehlen. Heiltrank. Bienen. Ich hab nichts gemacht. Außer dich deine Lebensgrundlage beraubt. Und wer kommt da angeritten?
Creeks helfen, nicht, dass er uns was Böses will. Ein Jäger. Reiten wir weiter. Ich will mal was probieren. Entschuldigung. So, meins. Huch, uah. Ging das vorher schon? Oh, cool. Also ich habe gelesen, dass bei Dawnguard, also dem Add-on, was jetzt bald kommt, dass da Kämpfe vom Pferd aus möglich sind, aber ich wusste nicht, dass es schon reingepatcht wurde. Das ist ja super. Berittene Bogenschützen in Skyrim. Passt perfekt. Oh. Guten Tag. Den will ich noch nicht anlegen. Ich finde, Pferde hier in Skyrim sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich meine, im Gegensatz zu, ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber Red Dead Redemption, hallo? Was ist denn das hier dann bitte? Das sind fette, dicke, große, unhandliche, langsame Ponys, auf denen man hier rumdackelt. Das dauert doch ewig, bis man da irgendwo ist. Da ist man noch schneller gelaufen. Ach, hier sind wir wieder mit dem Wächterstein. Die hoppeln da hier so durch die Gegend. Kann man rennen mit denen? Ja, wow. Ich schieße Lachse. Puh. Oh, ein Wolf. Der vom Pferd aus bekämpft werden muss. Uah. Zwei Wölfe. Hilfe. Haha. Ich bin euch überlegen. Allein schon, weil ich über euch sitze. Und einen Bogen habe. Und eine Rüstung. Und Hände. Mhm. Und da ist auch schon Flusswald. So, kann man sein Pferd irgendwo abstellen? Ich stell's mal hier vor den schlafenden Riesen. Ich muss dann wieder runterkommen. Ach, so ging das. Gut. Immer noch stehlen? Das wird uns doch jetzt niemand... Da wird doch niemand böse werden, wenn wir das stehlen, oder? Dann bringe ich mal die Kralle zurück. Flusswald Handelskontor. Da können wir auch gleich ein bisschen verkaufen. Och, ja, und ein Level sind wir auch aufgestiegen. Habe ich doch schon. Ich hab sie doch schon da. Ja, haha. Ja, bitteschön. Und jetzt will ich etwas handeln. Vielen Dank, dass Mundstücke, Grimmsbahn, solche Waffen. Alte Nordkriegsaxt. Einen Nordbogen kannst du haben. Ein Nordschwert. Jagdbogen. Die kaiserlichen Schwerter.
Stahlschwert 13. Das Nordschwert auch 13. Und dann das alte Nordschwert. Und den Langbogen. Bekleidung. Eisenpanzerhandschuhe. Das behalte ich. Kann man entzaubern. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das auch und das auch. Das Gift kannst du haben, den Verstärker. Den Hawkerzahn. Ja, das reicht erstmal. Also gut. Ja, bitteschön. Ja, dann ist er halt natürlich schön. Huch, wo ist mein Pferd denn? Bleibt es nicht bei einem, wenn man das geklaut hat? Oh, dann hätte ich den Jäger aber nicht umgebracht. Ich will mir nur keins kaufen. Ich habe mir eh keins gekauft. Naja. Na dann, ich mach's an den Stufenaufstieg. Oh, Gesundheit. Kann immer gebrauchen. Schießkunst können wir da. Ja. Überspannen Stufe 2, Böden wirken mehr Schaden. Und in der nächsten Folge geht's dann auf nach Weißlauf. Bis dann, Leute. Tschüss.